Bist du auf der Galli? Nee, ich bin jetzt auf dem Schöner. Okay, ich hol noch mal kurz den Hammer von der Schöner. Galli. Möchtest du deinen Papageien hier mitnehmen? Ja. Du bist ja schon Level 3 und 32, Mensch. Bist du ein schmucker Kerl? Und heißt nur Papagei, ja, schenk mir, nein, da leg ich mir, nein, nein. Da schweige ich. Aber Hobby wird nicht schweigen können. Ich kann ein Licht anzünden, guck mal. Wow. Hast du eine Fackel mit? Ja, jetzt könnt ihr den Herbie immer finden wieder, wenn er verloren gegangen ist. Wir können dich immer finden, warum? Wenn ich verloren gegangen bin. Ich habe ein Lämpchen angemacht. Aha. So, jetzt haben wir Premiere. Wir dringen als Erste in auf eine neue Map vor. Ja, mal schauen, ob das Serverübertritt klappt, hä? Und das auch noch unbewaffnet. Wird schon schief gehen. Wie man so schön sagt. Der Vorteil ist, wir können dem Geisterschiffen gut ausweichen. Ist die so wendig? Schnell und wendig. Dem Hörbi ist die zu schnell. Wirst du schwindelig da oben? Nee, aber wenn ich die selber fahre. Ach, da oben hockst du. Ja, ich hab einen schönen Ausguck. Wir haben auch eine Eisinsel drauf. Herbie, Pinguine. Pinguine! Die kann man auch zähmen. Ich habe nur keine Ahnung wie. Na, Fisch, denke ich mal. Ja. Ach ja. So, Leute, wir gehen jetzt Jetzt auf Neuland. wird's spannend. Ist wie so eine Mondlandung. Ja, Ihr so in seht, etwa. So in etwa, ja. hier ist jetzt genau das Kreuz der ganzen vier Server zu Ah. sehen. Ja, da Jetzt hört ne, ihr da. man, also mal gut, dass wir Pelz mit haben. Das war natürlich eine gute Idee, ne? Wow, schau mal einen an. Hier ist ja Oh. reichlich Land, ne? Ich wette, das ist auch wieder eine Monsterinsel. Guck doch mal. Ich sehe schon Bäume, also das ist keine reine Ja. Eisinsel hier. Proben sammeln. Wer weiß, was wir jetzt finden. Oh, das sieht aus Ja, wie. ganz wichtig. Das sieht aus wie. Mir ist kalt. Mir ist ganz kalt. Oh, trotz. Aber das ist doch die Mütze dann, ne? Na gut, dann machen wir noch Mützen. Da ist, glaube ich, eine. Kannst du noch nicht erkennen. Ist das eine Hafenstruktur oder Stein? Aufgelaufen. Ja. Ist schwer zu sehen. Ja, ich habe da in die Bucht geguckt. Da warst du nicht der Einzige. Soll ich runterspringen und dir sagen, ob das eine Chance hat? Nö, auch was. Kriege ich Okay. schon wieder raus. Ich muss mich kurz ein bisschen drehen. Das ist so, man fühlt sich doch wie Kolumbus. Ja, genau. Ich sehe schon, Wolf, da muss er Hörbi vor. Ich habe keinen Okay. Bogen. Ich habe keinen Bogen. Ich habe Pfeil und Bogen dabei. Wenn Wolf, meinst du Hobby. das hier vorne? Also ich sehe nur die Kuh. Ach, das ist eine Kuh, Das ist okay. eine Kuh, ja. Ich sehe jede Menge Steinchen, das könnte Schwefel sein. Und diese Rot. Ja, jetzt ist hier wieder. Jetzt ist eine Hitzewelle. Und ihr dir ist kalt. Also was denn Ja, nun? das ist merkwürdig. Braunkohle. Was, Braunkohle? Oh, das ist gut. Ja. Ja, Guck mal, für die die. gelben Dinger sind Braunkohle. Ja, das macht natürlich Sinn, oder? Also ich habe schon Kohle gesehen, die war richtig schwarz, ne? Schön angebaut. Was ist denn das? Oh, guck mal, sieht natürlich geil aus hier, ne? Ah, hier ist Kristall. Schaut mal, das ist ein Kristall hier. Das sieht gar nicht aus wie Kristall, aber es ist ein Kristall. Dieses. Hühner! Hühner sind hier! Ja, es Kosmopolitisch. leben. Kosmopolitisch. Habt ihr gesehen? Schaut mal, das ist ein Kristall. Ja, Hörbi braucht Hühner auf dem Kohle. Schiff.
Jetzt habe ich hier Weichholz. Ich bin gleich tot. Boah, ehrlich? Könnt, ja. Du kannst ja unter dieser Steinstruktur dein Schiff stellen. Das ist natürlich auch cool, wenn das nicht flach ist. Obwohl es heiß ist, ist es kalt. Also das ist eigenartig. Kriegen wir ein Bett gebaut hier? Naja, die Fahne habe ich ja schon gestellt, ne? Dauert noch einen Moment. Ja, aber ich bin gleich tot. Wenn wir alle tot sind, nicht schlecht. Oder ich bin ja. Warte, dann lass uns doch in der Nähe vom Schiff bleiben. Ja, man ist so auf Entdeckungstour, ne? Ja. Diese, also, richtig diese, wie Pakete auspacken. Diese Struktur hier mit dem Höhleneingang rechts und links, die hat natürlich was, ne? Ja. Ich habe hier dauernd Kälte und Hitzewelle. Ja, das wechselt immer. Die Anzeige habe ich auch. Irgendwie siegt die Kälte aber. Eigenartig, wie soll man hier leben? Gar nicht. So, erstmal die Saaten in Sicherheit bringen. Hat er dich jetzt Wurst genannt? Wie Wurst? Aus Rache. Wurst? Mensch. Hätte er wenigstens noch Hans davor machen können, oder? Ja, Hans Wurst, genau. So, die essbaren Samen sind schon mal sicher verstaut. Harry, kannst du ein Stückchen beiseite gehen? Du stehst aber vor der Leiter. Selbstverständlich. Das ist nett, dankeschön. Du kannst mich auch wegschubsen. Das hat nicht funktioniert, das habe ich die ganze Zeit versucht. Ach so. Könnte ich eigentlich losfahren? Ja, wir sind da. Ich bin, ja, bumm. Oder warte bis Harry wieder, naja, er kommt schon. Ja. Meine kannst du auch gern abbauen. Ja, sofort. Erstmal mit meiner hier fertig werden. Schnell anziehen. Ich schaff's gerade hier, die Leichen zu entsorgen, da bin ich gleich wieder tot. Wir müssten hier unter Deck könntet ihr überleben. Am Feuer. Eisens, okay. Ach nee, jetzt ist ein Mandarochen da. Zwei Feuer sind noch effektiver. Gut. So, ich muss mich dann schon mal sprungbereit machen. Ihr müsst mir berichten, ja, was ihr so findet. Na, du kommst doch dann auch wieder, oder? Ja, ich lass ja Discord auch an. Ne? Ich hüpf ja nur schnell zurück. Ja, wir dokumentieren dir alles. Auf die große Insel und mach Geburtshelfer bei dem Schweinchen. Ja. Sobald das alleine frisst, bin ich dann wieder hier. Ne? Otto, mach nicht den Captain Smith hier von der Titanic. Ramm bitte kein Eisberg. Nein. Herbie ist doch im Ausguck. Ja, da saß auch jeder im Ausguck. Und trotzdem haben sie das Ding getroffen. Nee, ich verlasse mich auf. Ganz, voll und ganz auf Herbie. Nein, ich will nicht schuld sein. Also schon gewaltige Strukturen hier, ne? Ja. Schon irgendwie urig aus. Es ist wieder kalt. Ich mach einen Blick. So, ich mach mal das Feuer unten aus. Wer weiß, wozu wir es brauchen können. Guck mal, da drüben hängen Schiffe in den Bergen. Oh ja, jetzt sehe ich es auch. Vier Stück. Ja, vier Stück, schaut mal. Ich glaube, da kann man auch was holen, ne? Schätze oder so. Wow, das sieht ja toll aus. Also das, das schreit ja förmlich nach einer Expedition. Mit Climbing Picks. Ich hab welche dabei. Ich hab extra welche gemacht. Wollen wir mal ranfahren? Nee, wir wollen doch noch ein bisschen länger spielen.
Leute, das ist wieder toll aus, Mensch. Ah, da liegen auf den Bergen sind, ich weiß nicht, 8 Schiffe. Oh Gott, kannst du das mit Fernglas sehen? Naja, auch mit bloßem Auge. Aber mit dem Fernglas, das ist schon beachtlich. Mensch. Da sind ja meine blauen Segel richtig passend, ne? Ja, ein Hobby fröstelt's auch schon. Okay, dahinter ist noch so eine Insel, wie wo wir zuerst drauf waren. Und jetzt fahre ich eine relativ kleine Insel an. Okay. Mhm. Hier unten liegt eine Wurst. Ja, oh, ein rotes Geisterschiff. Entschuldigung, der musste jetzt sein. Ja. 26. Vorsicht, Felsbrand voraus. Was? Wo? Wo? Bah, voll durchgefahren. Das ist das, was wir mal hatten. Hä? Ich hab nichts gesehen. Ja, das ganze Schiff, also bei mir wackelt das ganze Schiff, ne? Du bist voll durch so eine Felsstruktur durchgefahren bei mir. Was? Oh Gott. Ja, ich schon gar wieder. Nicht da. Was? Ja, ihr könnt's nicht sehen. Nee. Jetzt fährst du gerade als U-Boot durch die Gegend. Was? Ja, das ganze Deck ist unter Wasser. Nur die Segel gucken als Periskop oben raus. Also voll merkwürdig. Ich würde sagen, du machst erstmal eine Schnellreise. Ich sterbe sowieso gleich. Aber es war interessant, da wo der Harry das gesagt hat, ja, konnte ich das Fernglas jetzt nicht mehr benutzen. Jetzt fährst du wieder auf eine Felswand drauf zu. Und links voraus ist wieder... Du, ich sehe aber auch nichts auf der Karte, ne? Nee, wie gesagt, hast du ja... ich hab's ja den Tag auch nicht gesehen, als wir zusammen unterwegs waren. Mhm. Ja? Aber das ist witzig. Weil ich kann das Fernglas nicht benutzen. Sind wir immer noch drauf? Auf dem Felsen? Ja, also jetzt momentan unter Wasser, ne? Für mich. Jetzt nicht mehr. So, ich mache jetzt Schnellreise. Ja, mach mal. Das ist ja gruselig. Oh Gott, wie jetzt so diese Temperaturunterschiede auf der Map so sind, ne? Ja. Jetzt ist es wieder richtig grünes, warmes Wasser hier, ne? Ja. Und mir ist auch nicht mehr kalt. So, was meinst du, was jetzt vor uns liegt? Was kann das sein? Das ist eine Wüsteninsel. Eine Insel mit Palmen wahrscheinlich. Mit Bergen. So ähnlich wird eine Giraffeninsel wahrscheinlich, wisst ihr? Und da drüben, das sieht eher aus wie... Links? Ja, das sieht aus wie Berge und so. Und groß ist die linke. Ja, und die kleine da drüben? Vorsicht, nicht, dass hier Felsen unten drunter sind. Ja. Oh, scheint tropisch zu sein, ne? Ja. Oh, fährst du hier rein? Oh ja, kann ich machen. Okay. Kannst du einen Anker setzen? Soll ich mal probieren? Ja, hab schon. Okay. Oh, ich nehme mir eine Hacke mit. Ja. Weil wenn ich sterbe, dann hat er überhaupt nichts. Was ist das? Gehen wir? Mhm.